buddhistisch. Buddhistisch ist das Adjektiv zu Buddhismus oder auch Buddhist. Jemand, der der Religion des Buddha folgt, ist ein Buddhist. Und die Religion, die von Buddha begründet wurde, ist Buddhismus. Und die Religion nennt sich dann auch die buddhistische Religion. Man kann jetzt überlegen, was ist buddhistisch? Zunächst einmal, buddhistisch ist all das, was mit dem Buddhismus zusammengehört. Zum Beispiel kann man sagen, Thailand ist ein buddhistisches Land. Auch Nepal ist ein mehrheitlich buddhistisches Land. Auch Sri Lanka ist ein mehrheitlich buddhistisches Land, ebenso wie Laos und auch Birma und Vietnam. Das sind buddhistische Länder. Dann kann man sprechen über die buddhistischen Religionen. Es gibt ja nicht nur eine buddhistische Religion, sondern buddhistische Religionen. Man unterscheidet dort den Theravada-Buddhismus, der sehr nah bei dem bleibt, was Buddha selbst gelehrt hat. Und es gibt den Mahayana-Buddhismus, der eine größere Verbreitung gefunden hat und der sich verbunden hat mit verschiedenen anderen religiösen Elementen. Zum Beispiel der Buddhismus in China und in Japan gilt als Mahayana-Buddhismus. Mahayana heißt großes Fahrzeug. Und dann gibt es natürlich noch die tibetischen buddhistischen Religionen. Auch hier könnte man sagen, es gibt nicht nur eine tibetische Religion, einen tibetischen Buddhismus, sondern gibt es wiederum die Gelbmützen und die Rotmützen und vieles andere. Und in Mongolei ist auch eine Variation vom tibetischen Buddhismus seine eigene buddhistische Tradition. Dann könnte man überlegen, was wäre typisch buddhistisch? Da es so viele Manifestationen des Buddhismus gibt, kann man auch nicht sagen, was ist typisch buddhistisch. Es gibt buddhistische Zeremonien, es gibt buddhistische Lebenseinstellungen, es gibt buddhistische Meditationen, es gibt auch ein bestimmtes buddhistisches Menschenbild. Aber da Buddhismus eine sehr breite Religion ist und es auch keine höchste buddhistische Autorität gibt, ist es schwierig zu sagen, was wirklich buddhistisch ist. Im Wesentlichen kann man sagen, alles, was buddhistisch ist, bezieht sich irgendwo auf den Buddha. Und der Buddha hat die Erleuchtung gelehrt, er hat Mitgefühl gelehrt, er hat gelehrt, dass man selbst spirituelle Praktiken üben soll. Für Buddha war besonders wichtig auch die Meditation, die ethische Vollkommenheit, die Entwicklung von Konzentration. Aber als Buddhismus eine Volksreligion geworden ist, ist noch nicht mal mehr Meditation notwendiger Bestandteil von buddhistischer Praxis. So ist es durchaus schwierig zu sagen, was ist typisch buddhistisch. Ähnlich wie es schwierig ist zu sagen, was ist denn typisch christlich, was ist typisch Hindu. Da jede Religion in sich so viele verschiedene Aspekte hat, ist es auch immer schwierig, was ist eigentlich charakteristisch für diese Religion. Vermutlich wird man sagen können, die Unterschiede zwischen Religionen sind sehr viel geringer als die Unterschiede innerhalb einer Religion. Und deshalb ist es wirklich schwierig zu sagen, was ist typisch buddhistisch.